So, da sind wir wieder zurück nach mal wieder einem in die Aufnahme geplatzte Türklingelei. Ja, immer diese Klingelstreiche. Passiert irgendwie relativ häufig in letzter Zeit, ich weiß nicht warum. Aber wie ihr seht, wir haben die Zeit genutzt und das Foto gefunden. Richtig. Ja. Und wir haben uns gemerkt, wo wir es gefunden haben. Ja, unten bei den Relikten am Arsch. Richtig, am Arsch von Welt. Dann wollen wir mal schauen, ob wir uns da mal richtig platzieren können. Wo ist unser Holzdings da? Das ist dort. Das heißt, wir müssen vor diese Kiste hier irgendwo treten. Genau, weil die so im Vordergrund war, ne? Ja. Und dann sollte sie nicht im Weg stehen. Das wäre natürlich ideal, ne? Porträt. Schön. Ja, sie steht jetzt echt genau wie so ein dummes Arsch. Genau dort, wo ich das Foto ungefähr machen muss. Frauen, sage ich immer. Na. So, ich glaube irgendwie so. Mhm. Funktioniert es nicht. Also ich glaube, du musst die Kiste auch... Ich weiß nicht, muss es genauso aussehen wie auf der Vorlage? Weil dann musst du die Kiste auch unten links in der Ecke haben. Vielleicht ist es auch die andere Kiste. Oder so, genau. Das könnte natürlich auch sein. Aber dann passt das mit dem Holzdings da irgendwie nicht mehr so gut, ne? Achso, ja, nee, hä? Ist ja echt komisch. Ist zwar irgendwie noch was anderes machen? Ich weiß nicht. Ja auch nicht ducken oder so. Das nee. Und hier kann ich nicht weiter zurückgehen, weil hier die Wand ist. Hm. Kannst du dich irgendwie noch an diese Stelle erinnern? Ich kann mich daran erinnern, dass das eigentlich nicht so schwer war. Ja, dann... Ich habe das eigentlich irgendwie da beim ersten Mal hingekriegt. Ich... Ja. Ich kenne solche Stellen aber, wo man das erste Mal ohne Probleme durchkam und beim zweiten Mal hat man plötzlich dann... Ja. Also die Kiste... Und die dritte Kiste ist ja da oben auch noch im Bild. Ne? Genau, also links unten ist diese Kiste fast in ihrer Gänze. Dann ist da hinten links noch eine. Ja. Und dann rechts ist dieses Holzdings. Das kriegt man irgendwie nicht in ein Bild. Was nicht, wenn... Die alte Stelle nicht davor steht. Ja? Ja, ich glaube, wir kommen der Sache näher. Nee, dieses Bild ist unmöglich. Ja. Ich hab irgendwas übersehen oder so. Oder musst du vielleicht irgendwas mit der Kiste machen, die auf dem Foto offen ist? Hm. Er sagt nur, kann ich nicht öffnen. Ist hier denn noch so ein Durchgang mit so einem Holzdings? Nee. Also ich kann mich echt nicht erinnern, dass das beim ersten Mal so schwierig war. Dazu kann ich natürlich nichts sagen, ne? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich hier lange festhänge. Vielleicht ist auch genau das das Problem. Vielleicht hat dein Gehirn es verdrängt. Nee, das auf jeden Fall nicht. Hm. Ja, man kann nicht hier unten. Also hier oben bei der Kiste stehen, das ist unmöglich. Und alles auf den Schirm halt kriegen, ne? Ja. Kann man sich so drehen und wenden, wie man will. Ja, am Hochkant vielleicht. Aber da ist ja auch nicht viel mehr Platz, oder? Nicht wirklich. Ach, hau doch mal ab.
Also ich bin der Meinung, die Kiste, die genau vor dir steht, das ist die, die im Vordergrund sein müsste. Ja, muss ja auch, weil da hier so ist ja dieses Tor da im Hintergrund. Genau. Ne? Aber dieses Bild ist unmöglich. Ja, jetzt versuch mal, ihn hochkant zu drehen. Ja, aber da kriegst du es auch nicht mehr so richtig auf den Schirm. Da ist zum Beispiel das Holztor gar nicht mit drauf. Normalerweise kriegst du dann halt auch jetzt so wie bei ihr so ein Dings da angezeigt. Ne? Mhm. Dass du einigermaßen richtig bist. Also er sagt ja, dir... So ein Indikator halt. Mhm. Ne? Scheiße, ey. Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Ist ja echt verrückt. Und das sieht eigentlich aus wie ein ganz normales Foto. Also eigentlich, als ob man das und dann eigentlich 0, nichts da drauf kriegen sollte. Eigentlich schon, ne? Ja. Dieses blöde Tor da hinten und die drei blöden Kisten. Ja. Da ist das Problem vielleicht, dass wir uns nicht ducken können. Oder ist das, oder ist das vielleicht eine Kiste, die dann erst erscheint? Nee, die Kiste, wenn du das Foto machst, da ist ja dieses Phantom drauf, dann geht diese Kiste ach, auf. Ach so, die geht dann auf. Mhm. Ja, das ist wie bei diesem Schlüsselrätsel da, ach wo so. Du da dieses Regal auch fotografieren musstest. Oder was hatten wir hier vor noch? Irgendwie so hatten wir ja letztens schon. Ja, so ein Schacht. Ich glaube, wir hatten das letzte Mal so einen Schacht, der dann offen genau. sein musste. Hm. Ja. Ja, dann, ich bin völlig überfragt. Eigentlich so von der Größe her sieht dieses Foto ja genauso aus, als würde es auf so eine Kamera passen. Das ist ja auch eigentlich Sinn der Sache. Ja, richtig. Zumindest ich kann halt bei dieser Kiste nicht weiter zurückgehen. Also, weiter geht nicht, ne? Ja. Ja, aber das passt niemals. Nee. Diese drei Kisten passen in diesem Winkel niemals auf ein Bild. Plus dieses Holzding. Was falsch und ich weiß nicht was. Ja, das war doch beim letzten Mal nicht so schwierig. Das ist ja echt. Also ich kann mich nicht erinnern, hier festgehangen zu haben. Ich habe auch bei dem Spiel niemals eine Komplettlösung oder so gebraucht, um das durchzuspielen. Wirkt auch nicht wie eine Stelle, an der man eigentlich keine Komplettlösung bräuchte, weil die Gegebenheiten sind ja da. Und ich dachte schon. Ja, hier stehe ich schon wieder an der Wand. Ja, ich bin gerade irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ich auch. Also ich meine, ja, keine Ahnung, wie das funktionieren soll, weil ihre Kinder befinden sich im Wasser. Das ist ja eindeutig auch dieser Raum. Ja, ja, genau. Gab's ja sonst hier in der Höhle keinen anderen, die so drin standen. Also im Prinzip musst du so stehen, dass es so aussieht, als würde sich die Kiste direkt neben diesem Holzding befinden. Ich weiß nicht, ob das winkelmäßig machbar ist, aber ich greife gerade nach jedem Strohhalm. Ja, ich müsste hier irgendwie stehen. Ja, genau. Ja, so, weil die Kiste ist ja irgendwie so
immer mit drauf. Ne, so wäre das ungefähr richtig. Ja. Ja. Aber da ist dann dieses Holztor nicht mehr drauf. Ich müsste halt noch irgendwie weiter zurückgehen können. Ja, du bräuchtest irgendwie ein größeres Fotografierfeld. Breitere Kamera. Ja, Panoramabilder. Ja. Also auf dem Fernsehschirm sehe ich das Foto halt auch so, ne? So wie du jetzt auf dem Bildschirm. Ja. Aber halt der Einfangwinkel des Kameras, der Kamera passt halt nicht. Ja. Ja, das kann doch nicht sein, ey. Also ich hing früher hier irgendwie nicht fest. Ich wollte gerade sagen, wenn es beim ersten Mal geklappt hat, dann muss es doch jetzt auch klappen. Ich gehe mal einmal aus Scheiß wieder zurück. Ja. Meinst du, vielleicht finden wir noch einen anderen Raum, der so ähnlich aussieht? Ja, oder vielleicht gab es irgendwie einer der Durchgänge, wo wir hier in den Raum rein fotografieren müssen, von da aus. Ach so. Es gibt ja immer so kleine, so einen kleinen Spalt immer hier in den Höhlen. Mhm. Die Teile von den Räumen zeigen. Ah, verstehe, das kann ja. Natürlich noch sein. Mhm. Ich glaube, das ist sogar die Rätselslösung. Ah gut, der müsste da an der Wand sein. Naja, unser Links zeigt ja auch, dass wir da hingehen sollen. Ha! Unser Brot. Vielleicht zeigt uns ja auch genau, wo wir stehen müssen. Naja, hier geht das mal hier. Hier ist noch eine andere Wand davor, ja. Wo dieser Wasserfall hängt. Ah, okay, vielleicht zeigt uns ja der Links, wo wir genau stehen müssen. Das kann natürlich Verzweiflungstat sein. Ja. Ja. Kann ja auch eigentlich so schwer nicht sein, ne? Nee, war es auch nie. Also ich hing nie bei diesen Rätseln lange fest, da waren es irgendwie bestimmte Geisterkämpfe, die mir mehr auf den Geist gegangen sind. Ja, auf den Geist gegangen, wo man vom Teufel spricht, ne? Danke, Rudi, dass du ihn so schön für mich festhältst. So freundlich. Ach, komm, die sollen wir auch weg. Die ist nicht gedreht. Aber ich spüre, dass wir jetzt einen Durchbruch haben werden. Ich habe das im Urin. Ja. Jetzt war das Kommando nur zu kurz da. Ja, egal. Hauptsache, das Ding ist weg. Ja, der Dings zeigt uns, wir sollen durch die Tür hindurchgehen, als ob sie nicht da wäre. Ja gut, aber sie ist ja nun mal da, ne? Noch ein Geist. Okay, kann natürlich auch sein, dass wir jetzt irgendwie alle Geister besiegen müssen und ich habe noch nicht alle Kämpfe oder so ausgelöst. Naja gut, du bist ja auch durchnässt. Wahrscheinlich kamen dann nicht sowieso öfter mal Geister, die sowieso mehr Aggro sind. Ja, da wird das Problem liegen. Ich lief einfach zu reibungslos. Sie sieht schon ziemlich gruselig aus. Kommt eigentlich immer zu nah. Zu viel Nähe. Die hat einfach keinen Sinn für Private Space. Nee. Das haben irgendwie keine Gegner im Nee, das stimmt. Die haben einfach keinen Sinn für Private Space.
Mann, scheiße. Ach, jetzt wird's aber haarig. Und das sag ich nicht, weil die Dudin lange Haare hat. Ja, die ist nervig. Die kommt immer auf einen zu und dann kann man irgendwie den Kopf nicht mehr richtig anmachen. Sie will dich knuddeln. Ja. Wenn sie gerade ihre Attacke da rausfährt. Sie ist äußerst aufmerksamkeitsbedürftig.